Lasst euch überraschen, klatscht sie auf die Bühne, hier ist für euch Lisa Eckert. Und es geht noch lauter, meine Damen und Herren. Lisa Eckert. Hass und Rachsucht, blinder Groll, von all dem ist die Menschheit voll, vor alledem da trieft das Land. Mir sind die Gründe unbekannt, weshalb sich Menschen stets Magengeschwüre überfüttern, sich Wut zerraufend Haar ausschütten und jeden Tag den Gott verfluchen, bei dem sie sonst nie Beistand suchen, denn ich blieb diesem Trend verschont, in mir einzig die Eintracht wohnt, nichts, das mich in Rage bringt. Gut, außer wenn ein Vöglein singt und wenn mich junge Menschen siezen, alte mich, ob meine Jugend triezen, wenn Menschen mit mir konversieren, wenn sie mich achtlos ignorieren, wenn ich bis nach 9 Uhr verschlafe, wenn Sonne mich vor 8 Uhr weckt, wenn ich mich selbst mit Schweigen strafe, wenn man an meinen Stiefeln leckt und sie dann nicht ganz sauber sind. Doch nur weil ich es furchtbar finde, dass heute die Welt so farbig ist und schrecklich dreidimensional bin, lange noch kein Wutfaschist. Es ist wohl jedem eine Qual. Wie gesagt, bis auf manche Kleinigkeit bin ich vor Wutanfällen gefeit und kann es trotzdem mal passieren, dass die Manieren eskalieren. Es hört zumindest sich von jenen, die an der Uni-Bücherei gerne jenes Buch entlehnen, das mir dringend vonnöten sei. 6 Monate warte ich in der Regel, bevor ich jenen Menschen suche, der zuletzt die Phänomenologie von Hegel, als ich so gierte nach dem Buche, grausam bei sich gefangen hielt und so nach meiner Ruhe zielt. Dann begebe ich mich zu dem Subjekt, das hinter der Entführung steckt. Er öffnet ahnungslos die Tür, ein dumpfer Schlag nur auf die Stirne, tänzelt benommen eine Kür, dann färbt sich schwarz in dem Gehirne. Als er erwacht in seinem Sessel, an den ich Hände und Füße fessel, während die Stricke ich verstärk, erblickt er vor sich nun das Werk. Auf Seite 1, da aufgeschlagen, beginnt ein wenig zu verzagen, da ich mit einem großen Beil und ihrem Lachen vor ihm weil und schrei, jetzt liest du, egomaner Flegel, in einem Zug den ganzen Hegel. Er kann durch Knebel nur schwer grölen, klemmt Zahnstocher in Augenhöhlen, damit er nicht in Schlafe flüchtigt. Im Anschluss gibt es einen Test, für jede Antwort wird gezüchtigt, mit dem Beilgriff und recht fest. 1 Schlag, wenn sie falsch gewesen, 2 Schläge, wenn er recht gelesen. Erziehung darf kein Muster haben, nur so erzieht man Musterknaben. Schließlich ist Prüfung dann beendet, da er an Wunden fast verendet. Mein Drang, nun heimzukehren, wuchs. Verschüchtert mahnt er mich des Buchs, ob ich es nun denn nicht mehr wolle. Was ich denn mit dem Hegel solle, schrei ich, da ich die Arbeit längst schon schrieb. Nein, hier, mein Kind, ging's ums Prinzip. Doch hört hierzu schon kritisch Klänge, man meint, ich schlüge über Stränge, doch bin ich stets dabei im Recht, wie bei dem letzten Kleingefecht. Stellt euch vor, nächtens bei einer Tramstation stand ich mit meinem Schwarm da. Mich deucht mein Wunsch, den ahnt er schon. So nahm die Chance ich endlich wahr und sagte ihm, ich liebe dich. Lang ich schon dies Geheimnis horte, und da er ein überaus Gelehrter benutzte allzu weise Worte, und es erwidert mein Verehrter. Herr Lise, weißt du, was Immanuel Kant von der Liebe dacht und schrieb? Ja, nichts, weil Männer von Verstand wissen, dass es so etwas nicht gibt. Okay, ich verzichte auf Geschrei. Meine Wut bleibt stets ästhetisch, doch der Rachsucht-Tyrannei wünscht den Plan wohl sehr pathetisch. So wusste ich, wo sein Vater wohnt und Mannsvernunft ist schnell entthront. Wenn ich mich sportlich nur bemühe und angeblich vor Inbrunst glüh, hätte ich den Vater schnell umgarnt, bevor der Sohn wär gewarnt und mich beim eingenisst. Und der Besuch im Elternhaus offenbart dem Sohn die List. Als Freundin war ich ihm ein Graus, käme er nun so in den Genuss, dass er mich Mutter nennen muss. Doch ich verberge solchen Grimm und sag, na macht nix, ist nicht schlimm. Doch drängen ganz nah an die Gleise. Er spricht auf ruhige Art und Weise, ich sollt mir keine Sorgen machen. Morgen würde ich drüber lachen und morgens hab ich auch gelacht. Da ich noch einmal nachgedacht, so schwerfällig wirkt eine Tram, dass die nicht schneller bremsen kann. Doch
Egal, bis auf Ausnahmen wie diese, ich mich gegen Vorwurf stemme, dass ich von Wut mich lenken ließe. Obwohl, bei diesem einen Slam, ja, das gestehe ich ganz offen, da haben sich, vermutlich da ich nicht gewonnen, zwei Synapsen wohl getroffen. Da ist mir auch die Ruhe geronnen, und ohne dass ich es bemerke, entzündet sich in meinem Geist ein zerebrales Feuerwerk und die Situation entgleist. Dem Gewinner in 30 Whiskyflasche zückt Feuerzeug aus meiner Tasche, stopf noch den Skalp des Zweitplatzierten, als doch tief in den Flaschenhals, so sehr sie mich reglementierten, disqualifiziert wäre ich falsch. Da fliegt doch schon der Molotow, der Saal wie trockenes altes Stroh. Miau, miau, brennt lichterloh. Ich korrigiere meine Wertung. Das hitzig entflammte Publikum, die aufgebrachten Menschenfackeln rennen ganz wild im Saal herum. Lehrmeister und Zeigefinger wackeln, soll sie auf Plätze rückbeschwören. Es gibt noch einen Text zu hören. Die zweite Runde lasse ich mir nicht nehmen. Ich weiß, alle sind müde und stehen in Flammen, doch reißt euch endlich mal zusammen. Sie sich zum Lauschen dann bequemen und trotz des Feuerhautgeknister sind alle brav und jeder nickt. Es liegt wohl am Benzinkanister, der da zwischen den Fingern wiebt. Sie fürchten sehr den Spiritus. Ich frag nur, why so serious? Doch mein Auftritt war nicht ganz prächtig. Der Applaus war eher schmächtig. Beim Klatschen schmolzen in den Händen. Die Stimmung war schon recht am Ende. Ein junger Schelm ohne Niveau hält mit letzter Lebenskraft noch die Punktzahl 1 recht hoch. Er vom Feuer weggerafft. Ach egal, hey. Was schert mich drum? Ich nehme jetzt meine Valium. Dann wird der Zaun schon wieder schwinden. Wie dem auch sei, mich hat's gefreut. Wer mich sucht, ich bin da hinten und spiele mit meinem Feuerzeug.